Hey Leute, willkommen wieder zu einem Video von Clankmarker. Ja, dieses Mal geht es wieder um ein Unboxing. Ist heute angekommen aus Deutschland. Ja, das vorne zeige ich euch jetzt aber nicht, weil da die Adresse und alles oben steht und ich habe gerade keinen Kuli gehabt. Ja, es ist schon aufgemacht worden, aber nicht von mir, sondern von meinem Bruder, der wollte wissen, was drinnen ist. Und ja, schauen wir mal hinein. Das Ganze mal da rausgehen würde. So. Na, endlich. Gut, da haben wir das gute Stück. Und zwar Pokémon Channel für den Nintendo GameCube mit Pikachu, Hydropi, Flamli und den anderen. Gagapo, glaube ich, ist das. Ja, ich bin zwar jetzt gerade nicht der große Pokémon-Fan mehr, aber braucht es für die Sammlung, hat auch schöne Erinnerungen, als ich noch kleiner war und so. Ja. Und hinten auf dem Stuhl liegt, ja, hier sieht man es auch schon, ein Prospekt vom Libro. Muss auch ein bisschen Werbung machen. Werbung schadet nie. Hier haben wir die Disc. Hier die Anleitung. Amazon gekauft. Farbe natürlich wirklich sehr schön gemacht. Es ist zwar nicht wirklich so ein gut bewertetes Spiel, Pokémon Channel, aber ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz lustig, auch wenn es schnell ausgespielt ist. Hier haben wir noch Werbung mit Mario Kart Double Dash, Pikmin 2, Soul Calibur 2, WrestleMania, Metal Gear Solid, Harvest Moon, Tony Hawk's Underground, Virtual Joe, V0 und 180 Grad Gesundheitshinweise. Ja, und das war's. Schauen wir mal, in was für ein Zustand die Disk ist. Ja, sehr schön. Ich habe ja auch immer ein bisschen Angst, was die GameCube-Disk angeht. Ich finde, die werden so schnell kaputt. Aber naja, weiß nicht. Deshalb habe ich die Wii-Disc auch irgendwie viel lieber. Aber es gibt halt nicht so gute Spiele auf der Wii. Das muss man ja zugeben. Ja, was steht hinten noch rum? Professor Eich braucht deine Hilfe. Pokémon Channel ist ein Fernsehkanal, der eine Vielzahl an Pokémon-Programmen ausstrahlt. Und du bist auserkoren, der erste Testzuschauer zu sein. Heute kann ich nicht mal mehr reden, verdammte Scheiße. Mit Hilfe von Pikachu und anderen Pokémon kannst du Pokémon Channel zum beliebtesten Kanal mit höchsten Einschaltquoten in deinem Fernseher machen. Anton bringt die neuesten Nachrichten ins Haus und Mauzi zeigt dir vor Ort Reportagen. Achte auf Hinweise darauf, wo du Pokémon finden kannst. Pichu Brothers, freue dich auf einen besonderen Anime exklusiv im Pokémon Channel. Male deine Lieblingsszenen aus dem Programm und schicke sie farbigelt zur Bewertung. Lauf nach draußen und spiele mit Pikachu, triff dabei viele verschiedene Pokémon. Pokémon Mini, eine Vielzahl virtueller Pokémon Mini-Titel stehen dir zur freien Verfügung. Auf ein Spielvergnügen, inklusive Chirachi oder Chirachi, keine Ahnung wie das Pokémon heißt. Special, übertrage in deine Pokémon Rubin und Saphir Edition. Zum ersten Mal kannst du sehen, wie stark dieses Stahl- und Psycho-Pokémon ist. Ja, werde ich nicht machen, dadurch, dass ich dieses Spiel auch nicht habe auf dem Gameboy. Ja, es geht bis also einen Player. Memory Card sind 22 Blocks, 50, 60 Hertz. Ja, um Jirachi übertragen zu können, wird ein Nintendo GameCube Gameboy Advance Kabel benötigt. Kann nicht mit Hilfe eines Gameboy Player übertragen werden. Die Pokémon Rubin sind separat erhältlich. Ja. Das ist mir auch bewusst. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich freue, dass ich das Spiel jetzt endlich für meine Sammlung habe und mir überlege, ob ich die Disc in ein CD-Tascherl oder Tasche tun soll. Ja, weil ich echt Panik habe, wenn ich das Ganze rausnehme. Ja, das war's auch schon wieder von mir und meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl dieses Mal wieder mal meine
also meine Sprache, wie ich rede, nicht wirklich gut war. Also mir hat sie nicht besonders gut gefallen, aber ich bin auch schon müde, bin erst vom Arbeiten heimgekommen. Da darf man das ruhig mal ein paar Aussetzer haben. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Klenk Marco.